Was wir heute machen, ist echt Banane. Nein, es geht nicht um Oliver Kahn, ältester Witz aller Zeiten, sondern um die hier. Und dass wir heute überhaupt noch Bananen essen können, ist ein riesiges Glück. Denn vor 60 Jahren hat die Panama-Krankheit fast die gesamte Bananenpopulation ausgerottet. Und damit beinahe auch die Bananenrepublik dieser Welt. Und bei der besagten Panama-Krankheit sprechen wir nicht über Steuerermittlungen, sondern über einen Schimmelpilz. Bis in die 50er Jahre war die Gros Michel die Königin unter den Bananen. Und sie war viel süßer und geschmackvoller als die Banane, die wir heute aus dem Supermarkt kennen. Aber gegen die Panama-Krankheit hatte sie einfach keine Chance. Und der Tod der Gros Michel, das wäre eigentlich das Ende der Geschichte der Bananen gewesen. Aber glücklicherweise wurde zufällig in einem Garten von Saigon die Cavendish-Banane entdeckt und von den großen Herstellern zur neuen Lieblingssorte auserkoren. Heute gehören 99% aller Bananen, die wir im Supermarkt kaufen können, zu dieser Sorte. Denn die Cavendish ist kernlos, robust, kann das ganze Jahr über angebaut werden und reift noch nach, wenn sie schon nicht mehr an der Staude hängt. Das perfekte Mainstream-Produkt sozusagen. Wir Menschen lieben Bananen. Und heute gibt es im Grunde überall Bananen, sogar in Sachsen. 12 Kilogramm verdrücken wir Deutschen pro Kopf im Jahr. Don't throw that on the sidewalk. Und das, obwohl ihre Schale einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten haben. Eine Studie hat bewiesen, Fuß auf Bananenschale ist 6-mal so glatt wie Lederschuhe auf Holzparkett. Und je älter die Schale, desto rutschiger. So, jetzt ein bisschen Service. Um die Schale übrigens störungsfrei von der Banane zu trennen, sollten wir uns ein Beispiel an unseren nächsten Verwandten nehmen, die hier sehr viel weiterentwickelt sind als wir. Ihr Trick, das Affenkotelett unten aufmachen. Funktioniert. Noch habt ihr Gelegenheit, mit diesem sensationellen Wissensvorsprung anzugeben, aber nicht mehr lange. Denn der Schimmelpilz ist zurück. Say what? Und jetzt steht die Cavendish-Banane auf seinem Speiseplan. In Asien, Australien und Afrika frisst sich Panama 2.0 unersättlich durch die Population. Denn einer der größten Vorteile unserer Bananen ist gleichzeitig auch ein Nachteil. Sie haben keine Kerne. Das heißt, die Cavendish-Banane kann sich selbst gar nicht fortpflanzen. Einfach jede Banane, die wir kaufen, ist ein Klon von sich selbst. Banane Dolly sozusagen. Aber weil alle Pflanzen dasselbe Erbgut haben, können sich Krankheiten auch viel leichter ausbreiten. Wenn es der Panama-Pilz jetzt auch noch nach Lateinamerika schafft, drohen uns Verhältnisse wie in der DDR, wo man die Banane bekanntlich nur vom Hörensagen kannte. Die meisten Bananen, die in unseren Einkaufskörben landen, kommen aus Mittelamerika. Allein in Ecuador werden 6 Millionen Tonnen Bananen jährlich geerntet. Ein Drittel der weltweiten Ernte. Bananenrepublik Numero Uno. Die EU ist natürlich keine Bananenrepublik. Hier leiten selbstverständlich Lobbyisten die Geschäfte und die haben ganz genaue Vorstellungen, wie die Banane auszusehen hat. Die EU-Bananenrichtlinie, kein Scherz, enthält nicht eine einzige Vorgabe zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen oder zum Umweltschutz in den Anbaugebieten, aber 16 Kriterien zum Aussehen der Banane. Denn damit eine Banane überhaupt im Supermarkt verkauft werden darf, muss sie mindestens 14 cm lang sein, zwischen 2,7 und 3,9 cm dick und natürlich korrekt gekrümmt sein. Was korrekte Krümmung ist, steht nicht drin, aber so sollte es vielleicht nicht aussehen. Und überhaupt, einer Banane vorzuschreiben, wie sie zu wachsen hat, war es eigentlich absurd. Es sei denn, man würde ein Produkt schützen wollen, das den Herstellern seit Jahrzehnten ihre marktbeherrschende Stellung sichert.
Egal. Eigentlich gibt es über 1000 verschiedene Bananensorten. Viele davon sind sogar essbar. Und würde man mehrere Sorten nebeneinander anbauen, wäre das auch ein guter Schutz gegen Krankheiten wie dem Panama-Pilz. Der könnte sich dann nicht so gut ausbreiten. Wie auch immer, spätestens dann, wenn der Panama-Pilz weiter so hungrig ist, wird die EU-Kommission wohl noch einmal über ihr Schönheitsideal nachdenken müssen. Denn die Banane, so wie wir sie kennen, dürfte dann Geschichte sein. Schmeckt doch überhaupt nicht.